Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagabend im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen bei einer Drogenrazzia in zwei Mehrfamilienwohnhäusern zwei Männer festgenommen. Den Zugriff führten Beamte vom Landeskriminalamt MV aus Rampe bei Schwerin zusammen mit Kollegen einer Einheit aus Hamburg sowie dem Zoll durch. Bei der LKA-Einheit handelt es sich um die Ermittlungsgruppe Rauschgift. Zwei Männer albanischer Herkunft wurden festgenommen und abgeführt. Anwohner und Augenzeugen berichteten von zuvor dubiosen Machenschaften in den Wohnungen der nun Festgenommenen. Beamte vom Zoll rückten ebenfalls mit an und durchkämmten mit einem Drogensuchhund die Wohnungen in der Malchiner Straße. Die Beamten durchsuchten zudem einen vor dem Haus geparkten VW. Auch hier setzte der Hund an. Im Kofferraum des Fahrzeugs befanden sich zwei verdächtige Taschen, die beschlagnahmt wurden. Ob die Beamten in den Wohnungen der beiden Männer ebenfalls fündig wurden, blieb zunächst noch unklar. Weder Polizei noch das LKA konnten am Donnerstagabend Auskunft zur durchgeführten Razzia geben.